Moinsen! So, wie versprochen, wollten wir ja shoppen gehen. Wir werden erstmal gucken, wo das nächste Geschäft ist, was mich interessieren könnte. Das ist ja einmal hier der Kunsthändler und einmal... Nee, Arzt nicht. Und dann einmal hier Schneider. Ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal den Schneider, weil wir werden eh da oben rauskommen und dann da zum Künstler. Juat! Genau, das liegt nämlich schon auf dem Weg. Wir können ja jetzt hier unbehelligt langlaufen. Da wir ja jetzt nicht mehr rot sind, wir werden nicht mehr gesucht. Wir sind jetzt ganz lieber. Ich würde ja hier gerne mal durch. Hallo? Ja, ja, ja. Autogramme gibt es nachher. Danke, danke, danke. Kenn einmal gut durch. So, der Händler ist auf der anderen Seite. Huschen wir mal hier so schnell durch. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Vorsicht, heiß und fettig. So, wo ist er denn? Ei, 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 wo ist er denn? Ja, du, ja, trill mal wem anders was vor. Geh doch mal weg. So, mal gucken. Ein Beutel. Kleider färben. Wir gucken erstmal Beute. Das ist doch garantiert. Ach so, Medizinbeutel. Messergürtel. 3000. Hm, 6000 für einen großen Medizinbeutel und für einen mittleren 3000. Alter Falter, du hast ja eine schöne Preise, du. Kleider färben. Mahagoni. Oh, 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 oh. Scharlachrot. Der scharlachrote Rächer. Und Puporot. Ich wäre ja eher für dunkel. Umso dunkler, umso besser. Aber Maragoni oder Assassinenweiß. Das habe ich ja nun schon. Nö, das lassen wir so, wa? Assassinenweiß ist immer schön. Wir sind ja Assassinen. Deswegen lassen wir das. Ja, ciao. So, haben wir das mal geguckt. Also jetzt nicht so prickelnde Sachen. Dann werden wir mal zum Künstler gehen. Und mal gucken, was der so hat. Der ist in diese Richtung. In dieser Richtung war nicht weit. Oh, geh weg. Geh weg, du riechst. Irgendwo hier hinten muss er sein. Vorsicht. Die Leute, die gehen aber auch nicht zur Seite, ne? Immer muss ich aufpassen hier. Das ist genauso, wie wenn du hier vor der Tür gehst. Es gibt keine Leute, die irgendwie aufpassen. Nee, die machen sich alle extrem fett. Und jammern rum, wenn sie denn... Ne? So, Gemälde. Was haben wir denn für Gemälde? Diese ganzen Kunstgegenstände, die kann man in seiner Villa denn betrachten. Die werden da aufgehängt. Hier alles Mögliche. Richtig, richtig coole Sachen. Naja, die jetzt nicht so, aber... Sowas... Sowas. 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 Oder sowas. Madonna. So sieht Madonna aus. Madonna und Kind. Aha, aha, aha. Na gut, kommt hin, ne? Sieht fast aus wie Madonna. Gut. Gemälde. Und wir können auch noch Schatzkarten suchen. Kaufen. Von der jeweiligen Stadt. Da kann man dann diese Kisten, werden da drauf angezeigt. Oder man sucht es halt selber. Das ist dir überlassen, wie du das machen möchtest. Wenn du gerne hättest, dass wir irgendwas ändern, zum Beispiel die Farbe der Klamotten oder was sonst ever, Gemälde kaufen, Schatzkarten kaufen oder sonst was, schreib es einfach mal in die Kommentare. Ich bin da gar nicht so, ne? Schreib drin und dann werden wir das machen. Aber... Ich werde jetzt zum Schmied nochmal gehen. Und mich mal schlau machen, was der noch so im Angebot hat, weißt du? So waffenmäßig. Obwohl gegen die Klingen kommt ja eh nichts an. Salut, Herr Boy. Ja, nun geht doch mal weg hier. Stellt euch doch mal nicht immer alle im Weg, ey! Muss man denn hier immer laut werden, ey? Ist ja mal schlimm mit euch. Euch pack! Geht weg. Ich will nicht kuscheln. Ja, ja, ihr kennt mich nicht. Nein, 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 ihr kennt mich nicht. Ich bin ja, ich bin ein Schatten.
Wo ist denn der Schmied jetzt hin? Hallo? Ist der da in der Wand drin? Ist der von der anderen Seite? Das geht doch gar nicht. Wusch. Geht doch gar nicht. Was? Wie soll denn das jetzt hier funktionieren? Moment. Mal ganz kurz andere Seite angucken. Ich muss mal kurz hier rüber huschen. Aber hier ist doch nichts. So, jetzt erklären wir mal einer, wo der Schmied hier ist. Der kann doch hier nicht auf dem Dach sein. Was ist denn das für eine Logik? Ist der hier drinne? Geht doch auch nicht. Oh, das könnte sein. Eigentlich ja nicht, aber es könnte sein. Wir gehen einfach mal runter. Man kann auch schneller klettern, alter Mann. Hier, komm. Wer kann das nicht hier? Hallo, was hat er denn jetzt für Probleme? Da ist der Schmied. So, was hast du denn noch im Angebot? Reparieren. Natürlich, wir müssen wieder alles reparieren. Wir haben ja nun einiges gekämpft. Da entstehen mal ein paar Kratzer oder so. So. Alles reparieren. Nee, repariert haben wir jetzt alles. Rüstung. Was haben wir denn an Rüstung da? Das haben wir schon. Nee, Leder von... auf Leder ist nicht mehr so. Leder ist out. Haben wir das schon? Das haben wir schon. Ach so. Und als nächstes kommt der Metal. Heavy Metal. Gut, das merken wir uns schon mal. Was haben wir denn hier? Ich hatte das jetzt, ne? Das habe ich jetzt. Das ist natürlich besser. Der ist schlechter. Der kostet 11.000. Alter, ja, ihr sagt es vor weiter. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Oder wir sparen halt auf 11.300 und holen uns dann den. Schreib's in die Kommentare. Was du haben möchtest, dann mache ich das. Gut, dann lassen wir das mal. Hat sich erledigt. Gut, so viel zum Thema Shoppen. Wir haben jetzt wahnsinnig viel eingekauft. Mal gucken, wer die Tüten nach Hause bringt. Okay, wo ist denn jetzt... Da ist der Punkt. Was ist das eigentlich? Missionsziel. Sonst gibt es eigentlich weiter gar nichts zu tun hier. Aussichtspunkte sind bloß noch außerhalb. Gut, gehen wir halt zum Missionsziel. Oh, komm, ey. Hier, komm. Ja, weg. Halt die Fresse. Brauchst mir nichts. Brauchst mir nichts vorsingen. Kein Bock auf dich. Warte mal. Ich werde mal ganz schnell wieder aufs Dach hopsen. Da sind wir ein bisschen schneller. Da sind wir ungestört. Weißt du, da sind wir unter uns. Brauchen wir auf keinen aufpassen. Außer ab und zu ein paar Wachen auf der Dächer. Auch guck mal, und finden ab und zu ein paar Kisten. Nicht so flink, mein Freund. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. 11.300 hatte ich ja gesagt. Kostet dieses kleine Messerchen. Hüpf, hüpf. Lalalala. So. Was? Was hat er? Keine Ahnung. Hüpf. Hier drüben war da eine Wache. Echt? Hier, mein Do. Und du fällst da jetzt nicht runter, mein Freund. Ja, natürlich! Warum auch nicht? Schnell weg, bevor mich irgendwer damit in Verbindung bringt. So. So.
hier rüber. Und hier unten ist das Missionsziel. Okay. Hier unten irgendwo. Irgendwo. Da unten. Okay. Ah. Leonardo. Gehen wir mal gucken, was er zu sagen hat. Leonardo. Klopf, klopf. Leonardo. Kinder da? Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Ey, wir haben hier noch Geld fürs Messer. Cool. Also, auf Deutsch, wir müssen nach Venedig, um mit Leonardo zu quatschen. Oder wie, oder was? Huch. Ey, das ist ein bisschen übertrieben hier mit rauszoomen, oder? Wenn man so weit rauszoomen kann... Ne, was bringt das denn? Aber man sieht schon, es ist verdammt groß hier, ne? Wenn das die ganze Karte ist... Na, dann Prost Mahlzeit, du. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Zoom mal weiter ran. Danke. Gut, haben wir irgendwie einen Aussichtspunkt in der Nähe? Nö. Wir könnten den hier oben noch mitnehmen. Könnte man machen. Doch, den mache ich. Wenn wir eh in die Richtung müssen, können wir auch den Aussichtspunkt mitnehmen. So, hier ist ja unser Trainingslager. Hier hatten wir ja trainiert. Mit den Strohpuppen. Schon wieder. Oh, 3000 in der Villa. Okay. Ich glaube, dann werden wir erstmal in der Villa vorbeigucken und dann nach Venedig. Weil, ey, so viel Geld, das können wir doch nicht einfach so verschimmeln lassen. Geht doch nicht. Da unten sind meine Kumpels. Ey, hallo? Bist du so blöd jetzt oder tust du was so? Was macht der denn jetzt hier? Ach ja, wie ich das liebe, wenn der nicht macht das, was ich hier sage. Wenn ich hier einen Knopf drücke und der genau das Gegenteil davon macht, was er machen soll. Mag ich. Gut, dann hopsen wir mal hier rüber. Hier weiter, 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 weiter. Ja, renne. Hör auf zu stöhnen. Mach was für dein Geld. Hops, hops. Hopp, hopp, hopp. Und weiter. Müsste doch gleich da sein. Oh, da ist eine Kiste. Hui. Rums. Ist doch nicht. Ach, was soll's. Nicht mein Problem. Nuno, rüber. Kannst du mal aufhören mit der Scheiße? Hoch. Rin. Und mitnehmen. Ja, das war ja jetzt nichts, wa? Was ist denn das für eine Kiste gewesen? Die war ja mal scheiße. Hat sich euch gelohnt. Und wieder hoch. So. Irgendwo hier hinten ist ein Aussichtspunkt. Wo denn? Ich sehe keinen. Ach, halt die Klappe da hinten. Stehst du? Dann schicke ich meine Leute auf dich. Wo ich meine Brüder. So, ein bisschen schneller jetzt hier. Der da hinten, oder was? Der Turm. Na, yippie. Wer hat sich das ausgedacht, hier dahin zu laufen? Ach, nee. Ist ja schlimm. Kommst du mal rüber da? Gut, dann nehmen wir noch den Aussichtspunkt mit. Hier hoch. Hoch. Noch schneller. Noch schneller. 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 Supi. Mensch, der wird aber auch immer besser.
Ey, du wirst doch wohl mal einen Schritt nach rechts machen können. Meine Fresse, ey. Stell dich an, aber nicht blöd. Okay. Das wäre dieses. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge dann nach Hause. Müsste ja das da sein, ne? Das hier? Moment, wo ist eigentlich zu Hause? Toskana? Hm, keine Ahnung. Wüsste ich jetzt nicht mehr. Habe ich vergessen? Habe ich verdrängt? Ja, sonst andere Orte haben wir ja nicht. Gut, das werden wir dann nächste Folge, werden wir dann nach Hause gehen, das Geld holen und dann werden wir nach Venedig gehen, mit Leonardo quatschen. Und dann weitersehen, was die Story so mit sich führt. Gut, ich sage mal wieder Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich wieder bewerten nicht vergessen. Ne? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es muss sein. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis denne dann.